Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass noch richtig viele Menschen da sind. Da gibt es immer Bedenken am Schluss von Kongressen mit der Heimreise, aber es dürfte ein Thema sein, das Sie interessiert. Was ist Glück? Was ist glücklich sein? Wurde schon einige Male gefragt. Was ist das überhaupt? Hat irgendjemand eine Vorstellung, was das ist? Oder ist es bei jedem Menschen was anderes? Oder ist es eh bei alle gleich? Ich stelle deshalb immer wieder gerne Fragen, weil du hier die Chance bekommen sollst, dich kennenzulernen. Also meine Arbeit geht ausschließlich um dein Leben, um das, was du hier lebst und wie du hier lebst und wie du auch leben könntest, wenn es dir wichtig ist. In normalen Gesprächen hört man schon sehr oft, dass es den meisten Menschen lieber gut geht als schlecht geht. Und ich nehme an, das ist in dieser Gruppe auch so. Oder gibt es schon jemanden, der sagt, ich finde es total gut, wenn es mir schlecht geht? Und trotzdem geht es dir öfter schlechter wahrscheinlich. Und wie du dir diese Gefühlswelt erschaffst, und wir haben es jetzt vorher schon gehört, haben schon ein paar gesagt, ja, ich mache das ganz alleine. Ich möchte Menschen ermutigen, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wie es dir geht. Weil du erschaffst dir in Wirklichkeit jedes Gefühl ganz alleine. Gelernt haben wir das anders. Ja, also wir kommen hier auf die Welt, wahrscheinlich alle ähnlich gleich, als kleines Baby, keine Ahnung von dieser Welt, keine Ahnung, wie man hier lebt, was man tut, wie man gewisse Dinge macht. Und du bist von Haus aus mit Pflegemenschen groß geworden. Also im Normalfall sind das die Eltern, aber es können die Großeltern sein oder wo immer. Das heißt, es gibt von Haus aus eine Gruppe von Menschen, die dir erklärt hat, wie man hier lebt und wie du sein sollst und wie du nicht sein sollst und was du tun darfst und was du nicht tun darfst und was du unbedingt tun musst und wer die guten Menschen sind und wer die schlechten Menschen sind. Und diese Gruppe hat dich geprägt in der schlimmsten Zeit deines Lebens, in deiner Kindheit. Und ich möchte dich auch ermutigen, dass du aufpasst, was es in dir darüber denkt, was ich hier erzähle, weil das ist viel wichtiger als das, was ich erzähle, wenn du dich kennenlernen möchtest. Das heißt, es kann sein, dass einige Sätze von mir kommen, wo es in dir Gedanken geben wird, wie, ja, wenn das so einfach wäre, dann würde man das doch tun. Oder wenn der meine Mitarbeiter kennen würde, dann würde er nicht so blöd reden. Oder wenn er meinen Beziehungspartner kennen würde, dann würde er auch nicht auf die Idee kommen. Und dass du das beobachtest, was es in dir denkt. Und öffne dich dafür, du brauchst nicht alles glauben, was du denkst. Vielleicht hast du diesen Satz schon gehört, aber es gibt ein Tool in jedem Menschen hier drinnen, das eine obere Wahrheit von Unwahrheit unterscheiden kann. Und du wirst dieses Tool, auch wenn ich nur eine Stunde Zeit habe, was für mein Leben extrem kurze Redezeit ist, du wirst dieses Tool kennenlernen, wenn du dich auf diesen Vortrag einlässt. Das heißt, es kann sein, dass ich dich vielleicht zu irgendeiner Übung einlade. Das heißt nicht, dass du mitmachen musst, sondern das heißt, du hast jetzt eine große Chance, ein Erlebnis wahrhaftig hier selber zu erleben. Und mein Job ist es grundsätzlich, und das mache ich auch für das Institut für Europäische Glücksforschung, dir zu erklären, wie du tickst, wie du funktionierst und warum du so funktionierst, wie du funktionierst. Weil es ist nachgewiesen, wenn ich das ein bisschen kapiere, wie ich mir meine Gefühlswelt erschaffe und wenn ich weiß, wie ich mir immer wieder diese unangenehmen Gefühle erzeuge, wenn ich das kapiere, wie ich das mache, dann kann ich das ganz leicht wieder aufhören. Solange ich in einer Welt rumlaufe, wo ich permanent glaube, dass irgendwelche Umstände oder irgendwelche Menschen dafür verantwortlich sind, wie es mir geht, hänge ich an der Nadel und fühle mich immer abhängig von den anderen, weil das ist ganz oft in unserem Kopf, dass man denkt, wenn der nicht so blöd geschaut hätte, dann war es mir jetzt gar nicht so schlecht gegangen.
oder wenn der nicht das gemacht hätte oder jenes gemacht hätte, dann wäre es mir jetzt nicht schlecht gegangen. Und öffne dich dafür, das ist alles nicht wahr. Und wir werden das überprüfen. Weil wir können Dinge auf Wahrheit überprüfen. Ein wunderbares Tool. Ich werde die Gelegenheit nutzen, ein, zwei dieser sogenannten unangenehmen Emotionen, mit denen die meisten Menschen sehr viel Zeit verbringen, zu erklären. Und wenn man das einmal kapiert hat, wie das bei einem Gefühl geht, ist es ganz leicht, das auf alle anderen Gefühle auch zu überprüfen. Ja, in dem Buch, ich habe es da liegen, überall erhältlich, oder ich stöße es einmal auf, sind fast alle sogenannten unangenehmen Gefühle beschrieben, wie sie funktionieren. Vorstellbar? Ja, also ich komme nochmal zu der schlimmsten Zeit des Lebens und es ist deshalb die schlimmste Zeit, weil diese Kindheit, diese frühe Kindheit die unfreiste Zeit ist in deinem Leben. Das heißt, du bist zu 100% abhängig, überlebensabhängig und allgemein abhängig von anderen Menschen, dass die deinen Körper überhaupt am Leben erhalten, dass du nicht erfrierst, nicht verhungerst. Und in diesem Entwicklungsprozess hat schon mal wer Kontakt mit Babys gehabt? Ja? Wie verhältst du dich gegenüber einem Baby, wenn du irgendwo eins siehst oder im Kinderwagen oder in der Hand hältst? Wie verhältst du dich zu so einem Baby im Normalfall? Was tust du da? Entweder schützen, ja? Oder was machst du, wenn du Babys siehst? Ha? Du, du, du und da, da, da und di, di, di und so süß und so lieb. Ganz egal, wie schier das Kind ist. Ja, alles süß, oder? Egal, wie die Ohren ausschauen, die Haare komplett durch, die sind alle einfach super süß. Das heißt, dein Leben beginnt mit der schönsten Zeit des Lebens, aber das dauert nur ungefähr 1,5 Jahre. Du kannst tun und lassen, was du willst. In dem Moment, wo du nur ein bisschen quietscht oder quengelst, kommt sofort irgendjemand und schaut, dass es dir wieder gut geht. Und da werden die seltsamsten Sachen unternommen. Im Normalfall ist es sofort in die Hand nehmen, beruhigen, was singen, streicheln oder was immer. Die Erwachsenen halt da glauben, dass es jetzt dem Kleinen gut tut. Und die Erwachsenen haben halt so Gedanken, ja, wahrscheinlich hat er Zahnweh oder er hat Hunger, dann werden sie stillen und wenn er das hat oder Bauchweh, dann werden wir das Bauch massieren. Das heißt, sie machen das wie lange? Bis du entweder einschläfst oder ihnen das Gefühl gibst, es geht dir wieder gut. Und das ist doch genial. Du kannst dich ankacken, du kannst dich ankotzen, kommt sofort jemand, macht dich wieder sauber, sagt dir wieder, wie süß du jetzt wieder bist und wie schön du jetzt wieder bist. Und falls du heute in einer Beziehung lebst und angekotzt nach Hause kommst, könnte es sein, dass dein Beziehungspartner anders auf dich reagiert. Ja, in dir ist es aber noch abgespeichert, und zwar abgespeichert, dass du ohne Bedingungen, so nennt man das, geliebt wirst und du einfach entzückend und willkommen bist. Bis dieser Change kommt, und der kommt relativ früh, wo du die Erfahrung machst, ab jetzt ist ein Zeitpunkt, wo du diese bedingungslose Liebe und Freundlichkeit und Freude nicht mehr umsonst bekommst. Da geht es dann los, dass du immer irgendwie sein sollst und sein musst und bevor du das nicht gemacht hast und bevor jenes nicht erledigt ist, bekommst du nichts von diesen Tropfen. Sondern erst, wenn du das Kinderzimmer zusammengeräumt hast und erst, wenn du brav aufgegessen hast und erst, wenn du dir die Hände gewaschen hast und vorher, gibt es hier mal gar nichts. Das ist die schlimmste Zeit des Lebens und die dauert relativ lange. Also zumindest einmal, solange du noch nicht in der Lage bist, dein eigenes Leben zu leben. Und darum gibt es so, ob der Pubertät nennt man das, diese große Sehnsucht nach dem eigenen Leben. Das heißt, es gibt eine Sehnsucht, wo du aus diesem, und das ist keine Elternschelte, aus diesem verrückten Haus raus möchtest, weil du so einen tiefen Wunsch hast, dass du nach Hause kommen möchtest, ohne dass dich jemand anmotzt. Wo du Chips essen magst, wo du willst, ohne dass dich jemand anmotzt, wo du deine Jacke hinlegen willst, wo du
gerade bist, ohne dass dich jeder anmotzt. Und diese Vorstellung hat wahrscheinlich auch hier im Saal die meisten schon dazu gebracht, dass sie nicht mehr zu Hause leben oder nicht unmittelbar so in der gleichen Wohnung, nennen wir es einmal so. Also dieser Wunsch war da und wenn ich so schaue, die meisten von euch haben diesen Zeitpunkt schon erreicht. Das heißt, du kannst jetzt schon dein Leben leben und du kannst es leben, wie du willst. Wie fühlt sich das an? Glaubt das dein Kopf schon, dass du hier leben kannst, wie du willst, jeden Tag, wie du möchtest? Ein paar schütteln schon mit dem Kopf. Das sind wahrscheinlich die, die vielleicht in einer Beziehung sind. Weil ein Beziehungspartner ist im Normalfall nichts anderes wie wieder ein neuer Papa oder eine neue Mama, weil du hast wieder eine Person neben dir leben, die dir wieder sagt, mit wem du essen gehen darfst und mit wem nicht und wenn du nach Hause kommen sollst und wann nicht und wo du die Schuhe hinstellen sollst und wo nicht. Und da gibt es sogar Beziehungspartner, die wissen, wie viel Seiterl du trinken sollst oder nicht. Weil du das selber ja noch nicht weißt. Oder wozu macht ihr das? Weiß das wer? Ja klar. Als Kind konntest du das ja nicht wissen. Jetzt hast du immer Erwachsene gehabt, die dir gesagt haben, wie man das macht und wie das sein soll und wie das nicht sein soll. Und im Erwachsenenleben war das weiter. Also so viel zu dem, falls du dir mal vorgenommen hast, dass du ganz anders werden willst als deine Mama oder ganz anders als dein Papa, kannst du immer wieder überprüfen, wie viel davon hast du geschafft abzulegen und wie viel hast du übernommen und wie viel, jetzt wird es wichtig, gibst du wieder weiter. Weil so sind diese sogenannten Muster und Glaubenssätze entstanden. Soweit vorstellbar? Gibt es irgendwelche Fragen bis daher? Kannst du dich für den Gedanken schon öffnen, dass du in Wirklichkeit sowieso immer lebst, wie du willst? Geht das schon bei ein paar? Oder sagt der Kopf da noch, na, wie ich möchte? Sollen wir es überprüfen? Ja, das können wir nämlich. Aber was da vorher noch wichtiger ist, und das ist eben die Frage, die ich vorweggenommen habe, ist, dass die meisten Menschen die guten Gefühle lieber haben als die nicht so guten. Mich würde jetzt interessieren von dir, wie du das überhaupt machst, dass du weißt, wie es dir geht. Wer hilft mir da? Ich bin jetzt so ein kleines Kind, ich komme noch nicht so aus auf der Welt, aber ich will das unbedingt lernen, weil es dürfte wichtig sein, weil ich kriege immer wieder die Frage gestellt, hallo Manfred, wie geht's dir denn? Wer hilft mir da? Und ich nehme mir für diese Frage immer viel Zeit. Also ich habe viel Zeit, auch wenn die Redezeit nur kurz ist. Viele Menschen glauben ja, sie haben nicht viel Zeit. Eins der schlimmsten Mantren überhaupt. Also, wer unterstützt mich? Spüren. Okay, wie geht es? Wie macht man das? Frage, weiß jeder jetzt ungefähr, wie es ihm geht? Ungefähr. Ja, ich möchte jetzt wissen, wie du das gemacht hast. Wie geht das? In den Bauch reinspüren? Ja, okay, und dann? Mit dir selbst reden. Okay, was erzählst du da? Du erzählst dir dann, wie es dir geht. Okay, woher weißt du es dann? Und ich nehme diese Kinderposition nur deshalb ein, damit du nicht so wütend auf mich wirst. Weil bei kleinen Kindern, die fragen auch immer wieder nach, wenn sie was genau wissen wollen. Und da ist man ein bisschen milder. Ja, bei Erwachsenen hat man schnell mal, jetzt frag nicht so blöd, du weißt ganz genau, was ich meine. Und da. Also du machst ein Gespräch mit dir und dann weißt du, wie es dir geht. Woher? Das innere Ich, was ist das? Das innere Ich weiß, wie es dir geht. Woher? Oder hat irgendjemand eine andere Idee? Bauchgefühl,
dass du hier im Jetzt bist. Warst du schon einmal irgendwo anders? Geistig ja. Ah, okay. Geistig ja. Geistig geht und dann? Seelisch. Puh, da wird es jetzt schon ganz Ding. Da müsste ich jetzt schon wissen, was eine Seele ist. Das heißt, da müsste man schon etwas gehört darüber haben und geglaubt darüber haben. Also du musst schon mit Menschen in Kontakt gekommen sein, die dir gesagt haben, dass es sowas gibt. Und du musst das geglaubt haben. Sonst hättest du nicht einmal die Chance, dass du weißt, dass es vielleicht eine Seele gibt. Wollt ihr euch auf ein kurzes Experiment einlassen? Okay. Ich hätte jetzt gern, dass du dich an eine Geschichte erinnerst, wo es dir schon einmal richtig, richtig schlecht gegangen ist. Also wo du entweder total enttäuscht warst, traurig warst, wütend warst, ganz egal in welchem Zeitraum, aber das möglichst intensiv. Also viele tun sich leichter, wenn es kurz die Augen zu machen und stell dir mal kurz nochmal so eine Situation vor, wo du weißt, es ist mal richtig, richtig schlecht gegangen. Okay, ein paar haben schon. Gut. Danke. Ich mache das jetzt relativ kurz. Im Workshops lasse ich das viel länger. Und jetzt hätte ich gern, dass dich du an eine Situation erinnerst in deinem Leben, wo es dir schon mal richtig, richtig gut gegangen ist. Also wo du gefeiert worden bist oder irgendein super tolles Erlebnis, wo du denkst, boah, es war so unglaublich schön. Probier das mal. Ein paar sind noch in der ersten Geschichte. Okay. Okay. Gefühlsmäßig, das erste ist ziemlich leicht. Beim zweiten tun sich manche ein bisschen schwer, aber was mich jetzt interessiert ist, wo war der Unterschied in deiner Befindlichkeit? Im Gesichtsausdruck, okay, wie war der bei der ersten Geschichte? Kannst du dich noch erinnern? Ah, okay. Aber hat mir bemerkt, dass da einen Unterschied gegeben hat? Ja. Augenausdruck, ja. Das heißt, wenn wir an eine schlimme Geschichte denken, schauen wir irgendwie ein bisschen anders rein, verhalten uns anders. Und ich kürze jetzt ab, weil ich die Zeit nicht habe. Aber es ist ein sehr wertvoller Prozess und du kannst es ab und zu mal üben, dass du das wirklich überprüfst, wie das geht. Dass irgendwie da in der Gegend, in der Brustgegend, irgendwie eng und druckvoll wird oder unruhig wird oder in der Herzgegend oder im Bauch, wie man sagt, da wird irgendwas unangenehm. Das heißt, ein Zeichen dafür, dass dein Körper scheinbar zuhört, was du denkst. Und ja, das tut er immer. Wenn du an die andere Geschichte, an die schöne denkst, wirst du vielleicht gemerkt haben, da geht es wieder ein bisschen aufwärts oder da muss ich wieder grinsen oder es wird irgendwie da in der Brustgegend leichter und weiter. Und wenn ich richtig gut tief Luft holen kann, sehr leicht, dann ist das auch immer ein Zeichen, dass es mir gut geht. Während wenn ich sehr kurzatmig bin, ist das immer ein Zeichen, dass es mir nicht gut geht. Ja, so ein kleines, trauriges Mädchen, wenn es zur Mama läuft, die ist erstickt fast. Also Atem ist auch immer ein Zeichen, ob es dir gut geht oder schlecht geht. Und ich mache es jetzt ganz kurz. Das sind die zwei Gefühle, die du hast. Mehr hast du nicht. Dein Kopf hat keine Ahnung, wie es dir geht, sondern das Einzige, was weiß, wie es dir geht, ist dein Körper und es ist da die Vorderseite deines Oberkörpers. Es kann ein bisschen in den Hals wandern, wenn ich fast nicht schlucken kann oder wenn ich sehr wütend bin und Kabeln kriege oder was immer. Aber der Körper reagiert. Und er reagiert zu 100% auf deine Gedanken. Etwas, was du jetzt erfahren hast, nämlich auch wie mächtig du bist. Du hast jederzeit die Möglichkeit, dir sofort ein gutes Gefühl zu machen. Du brauchst nur was Schönes denken. Der Körper reagiert sofort. Dein Kopf weiß nie, wie es dir geht. Der tut nur dann das Pickel drauf und sagt, aha, das ist Trauer, das ist Ärger, das ist Scham, Schuld, Neid, was immer. Aber erleben tust du das immer, dass hier dein Körper unruhig wird und Enge erzeugt. Und ich behaupte mittlerweile, das tut er aus einem guten Grund. Er möchte dich daran erinnern,
dass du jetzt auch die Möglichkeit hättest, dass es dir gut geht. Weil würdest du jetzt nicht an was Schlimmes denken, würdest du jetzt nicht schlecht gehen. Und wir haben das mit den Zeiten gehabt heute schon. Egal, wenn du in der Vergangenheit bist und dir an was Schlimmes erinnerst, geht es dir jetzt schlecht. Wenn du dir an was voll Schönes erinnerst, geht es dir jetzt gut. Und wenn du dir was Schlimmes vorstellst, geht es dir jetzt schlecht. Und wenn du dir was Schönes vorstellst, geht es dir jetzt gut. Weil jetzt der einzige Zeitpunkt ist, wie es dir überhaupt irgendwie gehen kann. Vielen Menschen ist Gesundheit sehr wichtig und das kann man auch mittlerweile messen. Ich empfehle, die Zeit in unangenehmen Gefühlen möglichst kurz zu halten, weil sie deine Gesundheit extrem beeinflusst. Also dein Immunsystem, deine Gesundheit allgemein, was man auch noch feststellt, ist, deine Ausstrahlung ist nicht besonders. Ja, wir schauen ein bisschen geschissen aus, wenn es uns nicht gut geht. Und es schränkt extrem deine Denkfähigkeit ein. Ja, je größer deine Angst, deine Trauer ist, umso schwieriger ist es für dich, einen guten Gedanken zu bekommen. Das nur zur Empfehlung. Natürlich hast du Anspruch darauf, hier zu leiden, so lange und so viel du willst, aber öffne dich dafür, du machst das ganz alleine. Und da gibt es jetzt ganz viel zu erzählen, aber ich möchte unbedingt irgendetwas, und ihr könnt es euch aussuchen, stellt euch mal selber so die Frage, gibt es irgendein unangenehmes Gefühl, von dem du die Vorstellung hast, mit dem verbringe ich ziemlich viel Zeit, jeden Tag. Ärger, ja, Sorgen machen, solche Programme. Wie viel Zeit ungefähr? Ja, probieren wir mal Ärger. Ich bin ein kleines Kind, möchte wissen von dir, wie geht das? Ich möchte das unbedingt lernen, weil du machst das so oft, Mama und Papa. Ja, das muss wichtig sein für dieses Leben, das glaubt jedes Kind, dass das Verhalten der Erwachsenen, dass man so hier lebt und dass man das so macht. Darum kopieren sie uns und schauen, dass das möglichst schnell lernen, wie das geht. Aber wie geht Ärgern? Was musst du tun, damit du in dieses wunderbare Gefühl kommst? Zum Beispiel, okay, machen wir mal eine grobe Frage, worüber kannst du dich ärgern? Und ich behaupte, wenn ich in die Runde schaue, du bist sehr gut ausgebildet, in Wirklichkeit kannst du dich wahrscheinlich über alles ärgern. Über wirklich alles, aber es gibt vier Großgruppen. Wo es ganz leicht geht, sind andere Menschen, ja, sind ganz viele da, gibt es immer Möglichkeiten, sich zu ärgern. Es gibt Umstände, Wetter, Stau, solche Sachen. Dann gibt es die feine Gruppe der Dinge, Gegenstände. Ja, haben auch die Möglichkeit. Und jetzt fehlt mir noch ein wichtiges Tool über sich selber, genau. Das ist das, was du am Schluss lernst. Und wer ganz geil ausgebildet ist, der kennt den Jackpot. Das ist, wenn du dich darüber ärgerst, dass du so blöd warst, dass du dich geärgert hast. Ja, das ist richtig, ist nicht leicht zu lernen, nein, aber wir können auch das. Und um das einmal einfach zu machen, probiere ich das über das Wetter zu erklären. Ja, ist ein Umstand. Wie vernünftig ist es, sich über das Wetter zu ärgern? Skala von 0 bis 100, wie gescheit ist das? Nicht gescheit. Wer hat es schon mal gemacht, wer macht es noch immer? Ja, ist dir schon aufgefallen, dass du so genial ausgebildet bist, dass du dich über jedes Wetter ärgern kannst? Ja, manche freuen sich, wenn es schneit, manche ärgern sich, wenn es schneit, dann freust dich wieder, dass die Sonne da ist, dann ärgerst du wieder, dass die Sonne da ist. Also behaupte mal, es hat mit der Sonne oder mit dem Wetter nicht wirklich was zu tun, wie es dir geht. Oder? Wir sind schon so am Weg, ja? Nein, nicht unbedingt, ja? Weil es kann auch sein, dass neben dir wer steht und der freut sich jetzt voll, dass es regnet und du bist voll verärgert, weil du jetzt eine Grillparty gehabt und der andere wollte sowieso nicht Blumen gießen. Ein und die gleiche Situation, zwei Menschen, vollkommen anderes Gefühl. Vorstellbar?
Also beim Wetter, da kapieren es ganz viele, dass das richtig blöd ist. Nehmen wir mal die nächste Gruppe, Gegenstände. Wie vernünftig ist es, sich über Gegenstände zu ärgern? Also wenn jetzt ein Glas runterfällt zum Beispiel, und du ärgerst dich drüber, wird es wieder ganz, räumt sich das von selber weg oder was verändert es? Ob du dich ärgerst drüber oder nicht? Und Ordnung ist ein Riesenthema bei den meisten Menschen, die hier aufgewachsen sind. Ja? Weil da gibt es welche, die glauben tatsächlich, dass zum Beispiel ein Bierglas am Wohnzimmer, am Fußboden in der Lage ist, dich zu ärgern. Glaubst du das? Also das ist das Glas, wo du beim Ikea, kannst du bei 100 Gläsern vorbeigehen, vollkommen schmerzfrei. Ein paar Tage später steht das bei dir im Wohnzimmer am Boden und es macht Klack. Wo ist der Unterschied? Wenn ein Bier drin war, okay, oder auch nicht. Aber ich behaupte, es ist das, was du von dem Glas denkst. Und wenn du denkst, das sollte nicht hier stehen, dann macht dein Körper zu. Ohne diesen Gedanken keine Chance. Es kann sein, dass noch eine Person in den Raum ist, mit der das hingestellt hat, der ist noch vollkommen entspannt. Der hat überhaupt keinen Stress mit dem Glas. Und dann haben wir ja gelernt, was tun wir dann? Wenn ich jetzt der bin, der das nicht schafft, dass ich da schmerzfrei vorbeigehe, dann schaue ich mal bei dem vorbei. Und dann schaue ich, dass dem auch schlecht geht. Oder? Das ist das Spiel. Aber Gegenstände zum Beispiel stehen immer richtig. Und weil das eben keiner Wahrheit entspricht, dass dieses Glas nicht hier stehen sollte, darum macht dein Körper zu. Weil ein Gegenstand steht immer richtig. Der steht genau dort, wo am Schluss ausgelassen wurde. Der kann nicht davonlaufen, der kann nicht wegschreien, der kann gar nichts machen, der steht richtig. Wenn du aber darüber denkst, dass er das nicht tut, dann geht's dir schlecht. Gegenstände okay? Ja, ganz egal, was es ist. Du könntest auf so einen Gegenstand natürlich auch anders reagieren. Zum Beispiel, du könntest ein Teelicht hinstellen. Anzünden, lächeln, Foto machen, Facebook. Ja, wie wird der Körper reagieren? Der wird ganz ruhig bleiben. Der wird nicht zumachen, weil das ist voll okay. Du hast keinen Widerstand, du lehnst das nicht ab. Weil es immer, und das ist die Gedankenform, die in Wirklichkeit für alle unangenehmen Gefühle verantwortlich ist, ist immer, wenn du in deinem Kopf was denkst, was beginnt mit er, sie, es oder ich, sollte anders sein. Das ist der Startpunkt für Leid. Ganz egal, was es ist. Der hätte nicht sterben sollen, der hätte schneller fahren sollen, der hätte ordentlicher sein sollen, war aber nicht. Dann beginnt es da drinnen zu tackern. Ohne diesen Gedanken, null Chance. Also würdest du dir von deinem Partner denken, oh, der ist ganz schön mutig, der stellt sein Glas mitten ins Wohnzimmer, wollte immer schon einen mutigen Partner, dann müsstest du grinsen. Ja, weil wenn er dich kennt, ist das wirklich mutig. Ja, da ist keine Unwahrheit im Raum. Für Personen gilt natürlich das Gleiche. Ja, also ohne diese Gedankenform. Und wenn wir glauben, es sollte jemand anders sein, wie er gerade ist, geht es dir schlecht. Wenn du denkst, boah, das ist total interessant, wie du bist. Das finde ich ja spannend. Du kannst so laut schreien. Ja, dann würdest du gut auf deine Gesundheit achten. Weil wenn jemand schreit, schreit er sowieso. Egal, ob dir das passt oder nicht. Das gilt grundsätzlich für das ganze Leben. Ja, es ist eine ständige Abfrage. Das Leben will immer von dir wissen, und was tust du jetzt? Kannst du schon damit oder noch nicht? Ja, und es sind ganz feine Nuancen. Wenn du denkst, das ist zu viel oder das ist zu wenig oder es ist zu laut oder zu leise, immer wenn du so eine Form in deinem Kopf hast, wird es da unruhig. Da draußen gibt es nichts und niemanden, der in der Lage ist, dich zu ärgern.
wenn du ihn so sein lassen kannst, oder wenn du mit deinen Beurteilungen oder ein paar Worte weglässt oder ein paar Worte dazugibst, ja, wenn du zum Beispiel sagst, ist das nicht interessant, immer wenn ich wen einstehe, erwische ich wieder einen faulen Arbeitskollegen. Ist das nicht spannend? Das wäre anders, als wenn du denkst, scheiße, ich habe schon wieder so wen. Weil du kannst ja dann darauf reagieren, wie du willst. Ja, das heißt, die Umstände wollen wahrgenommen werden und wollen von dir genau wissen, und was tust du jetzt? So ist das Leben, und was machst du jetzt als nächstes? Und ja, du hast immer die Möglichkeit, dich zu ärgern. Die hast du. Permanent. Frage, wozu? Du kannst über einen ärgern, der vor dir fährt, und du ärgerst dich, weil er so langsam fährt. Verändert es denn sein Fahrverhalten vor dir? Nein, wozu machst du das? Außer, dass dir schlecht geht, du dein Immunsystem schädigst, deine Gesundheit schädigst, deine Ausstrahlung schädigst, wozu machst du das? Verändert wahrscheinlich sein Verhalten nicht. Ja? Und wenn du im Stau stehst und es fährt am Pannenstreifen ein Audi-Fahrer zum Beispiel vor, dann kann es sein, dass es da ganz schnell 200 Menschen schlecht geht. Wie geht es dem Audi-Fahrer? Wissen wir nicht. Ja? Und du weißt auch nie, warum der vorfährt. Du weißt nicht, ob sein Kind im Sterben ist oder ob er sich nur reindrängeln will. Das heißt, auch da kannst du Verantwortung dafür übernehmen, was du diesem Menschen unterstellst zum Beispiel. Oder ob du bei einem anderen Menschen sagst, das hat er jetzt nur gesagt, weil er mich ärgern will oder weil er will, dass es mir schlecht geht. Woher weißt du überhaupt, wieso irgendjemand anderer irgendetwas macht? Würde mich brennend interessieren, wie du das machst, dass du das weißt. Ist irgendjemand da, der mir das erklären kann, wie du das machst? Oder ist es eine Angewohnheit? Man stellt sich's vor. Ja, und jeder Gedanke hat eine Auswirkung. Und jetzt meine große Bitte, falls du gerne gesund bist, wenn dein Körper zumacht, wenn er unruhig wird, dann will dir dieser Körper helfen. Er gibt dir eine Mitteilung. Jetzt ist eine wichtige Gelegenheit in deinem Leben. Du könntest jetzt auch glücklich sein, ja. Du kannst dich aber auch weiter ärgern, und du kannst das, und das machen viele, dann nachher auch noch vielen erzählen. Die nächste, eine der dümmsten Angewohnheiten, wird massenhaft betrieben. Also ich bin einer, gehe sehr gerne in Lokale, ich gehe da auch gerne alleine hin, und ich bin immer der, der anderen zuhört. Worüber die reden, was die erzählen, wie die dreinschauen beim Reden. Und die meisten Geschichten sind immer über das, was irgendwie heute wieder schiefgegangen ist, scheiße war oder gestern oder was immer. Ja? Es gibt sogar Menschen, wenn ich die frage, wie es ihnen geht, sagen die zum Beispiel, die Mama ist im Spital. Schon mal gehört sowas? Ich sage dann immer drauf, ich wollte gar nicht wissen, wo deine Mama ist. Das ist für die Schneidigen. Aber dieses Erzählen von schlimmen Geschichten, weißt du, wozu du das machst? Also was Fakt ist, ist, dass immer, wenn du so eine schlimme Geschichte erzählst, wie wir es vorher probiert haben, das heißt, du erinnerst dich, wie das in der Früh war, wie du dich so geärgert hast, und jetzt erzählst du es einem anderen Menschen, dann behaupte ich, geht es dir sofort wieder schlecht. Und zwar ziemlich genauso schlecht wie vor ein paar Stunden. Das heißt, du schädigst deine Gesundheit schon wieder. Wozu? Und wozu ist ein wunderschönes Fragewort, weil wozu fragt immer den Sinn ab. Was für einen Sinn hat das? Sprich, was für einen Vorteil habe ich davon oder irgendwer anderer davon? Gibt es irgendeinen Vorteil? Hat das irgendeinen Sinn? Weil wenn du keinen findest, dann empfehle ich dir, es aufzuhören. Vielleicht geht es dann nachher besser. Während des Erzählens bitte beim nächsten Mal aufpassen. Nachher ja.
Nachher, wenn du aufhörst, diese beschissene Geschichte zu erzählen, geht es dir gut, weil du aufgehört hast, sie zu erzählen. Ja? Es ist doch vorher, bevor du die Freundin getroffen hast, noch gut gegangen, hast du gefreut. Hallo, grüß dich, wie geht's dir? Da war noch alles in Ordnung. Und jetzt erzählst du die schlimme Geschichte und da geht's dir schlecht. Richtig schlecht. Und wenn du aufhörst, geht's dir wieder gut. Und dann sagst du am Schluss, schön, dass wir uns getroffen haben. Das machen wir gleich wieder nächste Woche. Ja, wobei, wenn die Zeit mit diesen sogenannten besten Freunden, wo man sich diese schlimmen Geschichten erzählt, wenn du mit deiner Geschichte vorbei bist, dann kommen meistens die mit ihrer Geschichte. Und die sagen, das ist ja noch gar nichts. Weißt du, was bei uns los war? Ja, und wenn du die Geschichte vom eitrigen Zehennagel von deiner Mama erzählst, dann kommt der und sagt, der eitrige Kehlkopf vom Arbeitskollegen seiner Freundin. Und das geht stundenlang so. Ja? Übrigens, wer es nicht weiß, deine besten Freunde wählst du nicht normalerweise deshalb aus, weil sie dir so gut tun, sondern das sind die, die sich deine beschissenen Geschichten am längsten anhören. Und die sind auch noch stolz drauf und sagen das. Du weißt, du kannst mich jederzeit anrufen, wenn es dir schlecht geht. Ich horch dir voll lang zu und, was viele tun, leide mit dir mit. So viel zu dem Satz, geteiltes Leid ist halbes Leid. Nein, geteiltes Leid ist immer potenziertes Leid. Und zwar richtig. Übrigens, alles, was man teilt, wird mehr. Ja, beim Glück auch, wenn man es teilt, das wird mehr. Beim Leid auch, wenn man es teilt, das wird auch mehr. Das wird nicht weniger. Und so sind wir in der Kindheit von ganz unten immer wieder angelogen worden. Nicht vorsätzlich, nicht absichtlich, aber grundsätzlich öffne dich dafür, dass du richtig, richtig oft angelogen wurdest. Habt ihr da eine Vorstellung, was ich da meine? Wenn zum Beispiel heißt, und natürlich vor der Kommunikation ist das ein ganz normaler Prozess, der Ofen ist heiß. Ja, das kriegst ganz schnell das Kind mit, Ofen heiß, nicht hingehen, nicht angreifen. Und dann ist so die erste Party zu Hause und der Papa sitzt am Ofen, Bier in der Hand und du denkst als Kind, dem gesagt, der ist heiß. Und ich darf da nicht hin, aber der darf schon hin. Oder kann sich an andere Lügen erinnern. Christkindi. Wie ist es mit Christkindi? Ja, schöne Geschichte, oder? Ist übrigens die beste Webcam für alle Kinder. Und deshalb wird sie auch so gerne installiert. Warum? Weil das Christkindi sieht alles, ja. Auch wenn Papa und Mama nicht zu Hause sind. Gott, das ist cool. Schauen wir mal, was Christkindi. Ja, und diese Ängste, und das erzeugt Urängste in Kindern, die sitzen heute noch in dir drinnen. Das ist das sogenannte schlechte Gewissen, heißt es dann in der Fachsprache. Es ist immer, wenn sie in dir was denken, das hätte ich nicht tun sollen. Woher weißt du, was du tun sollst in deinem Leben? Und was du nicht tun sollst, weißt du das in deinem Leben, was du tun sollst? So aus eigener Entscheidung? Hast du dich schon öfter dazu entschieden? Ich glaube, das soll ich jetzt tun. Das war jetzt gut, das war jetzt wichtig, was immer. Schon. Und ich hoffe, du machst auch viele solche Sachen, von denen du entschieden hast. Ich glaube, das sollte ich öfter tun oder mehr tun. Weil das sind die Dinge, die in deiner Beurteilung sinnvoll und wertvoll sind. Weißt du, Dinge, die du nicht tun solltest oder weniger tun solltest? Das ist schon mal aufgefallen, dass das Wort sollte immer so, das ist schon unangenehm, oder? Selbst da reagiert der Körper schon. Wenn du denkst, ich sollte mich gesünder ernähren und ich sollte ein bisschen fitter durchs Leben laufen, wie fühlst du dich da? Schlecht. Wieso denkst du das dann öfter?
Angewohnheit. Hilft nichts, schadet nichts, haben wir heute schon mal gehört. Wobei ich da auch nicht ganz einverstanden bin, weil es kann schon richtig schaden. Ja. Was solltest du alles tun? Und frage, wozu? Was soll dir das dann bringen, wenn du es getan hast? Was wird dann sein? Diese Vorstellungen sind immer der Zug. Und öffne dich für den Gedanken, das Einzige, und da mache ich es noch ein bisschen einfacher als der Herr Asmussen, das Einzige, was du wirklich, wirklich willst in deinem Leben, ist, dass es dir gut geht. Ganz egal, was du tust. Wozu fährst du auf Urlaub? Zum Beispiel? In der Vorstellung, dass es dir dort gut geht oder besser geht oder du irgendwas Tolles erleben kannst. Also irgendetwas erlebst, was dir ein freudiges Gefühl macht. Wenn du diese Vorstellung hast, dann wirst du dorthin fahren. Und ich kann jetzt gleich abfragen, möchtest du lieber nach Syrien auf Urlaub fahren oder an den Bodensee? Und du wirst deine Gründe haben, warum? Weil vielleicht die Vorstellung, dass es dort nicht so schön ist, wird dich nicht dorthin ziehen. Und wir können das, ja, wir können uns das vorstellen, und wenn sich das gut anfühlt, dann werden wir das machen und mehr machen. Und in Wirklichkeit tust du das sowieso immer. Wie fühlt sich das an? Du gibst immer dein Bestes. Oder du hast dich noch nie falsch entschieden. Wie fühlt sich so ein Satz an? Wenn ich sage, du hast gar nicht die Möglichkeit, eine falsche Entscheidung zu treffen, wie fühlt sich das an? Gut oder schlecht? Wer glaubt, dass er schon mal eine falsche Entscheidung getroffen hat? Die dürfen auch die Hände unten lassen, dann haben wir es gleich. Viele, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht, dass du eine falsche Entscheidung triffst? Also ich habe öfter in der Praxis wen, da kommen Menschen zu mir, die sagen, ich habe den falschen Mann geheiratet. Ja, wir haben vor 15 Jahren oder vor 3 Jahren geheiratet und sagen, ich habe den falschen geheiratet. Und dann überprüfen wir das auf Wahrheit. Also ich behaupte, dass jeder, der geheiratet hat, der hat zu dem Zeitpunkt, wo er das gemacht hat, zumindest geglaubt, dass das eine richtige Entscheidung war. Weil sonst hätte er es nicht gemacht. Und es ist ganz egal, ob du ein Auto kaufst oder eine Waschmaschine. Ich behaupte, du triffst immer richtige Entscheidungen. Zu dem Zeitpunkt, wenn du sie triffst. Aber jetzt kommt was Cooles dazu. Wir haben die Möglichkeit, nachdem oft ganz viele Dinge, Ereignisse, Situationen sich verändert haben, neue Informationen dazugekommen sind, uns zu einem späteren Zeitpunkt dafür zu verurteilen. Und wenn du das machst, wie geht's dir da? Schlecht. Das heißt, der Körper reagiert schon wieder drauf und sagt, paar verurteile dich nicht dafür, weil da muss ich dir ein unangenehmes Gefühl machen, weil es nicht wahr ist. Du hast keine falsche Entscheidung getroffen. Du hast eine Entscheidung getroffen, von der du eine Vorstellung gehabt hast, wie sie ausgehen soll. Und immer wenn das Richtige rauskommt, dann sagen wir, gute Entscheidung, richtige Entscheidung. Und wenn was anderes rauskommt, sagen wir, falsche Entscheidung. Aber wir wissen nie, was hinten rauskommt. Weil wir von der Zukunft absolut gar nichts wissen. Wir haben Vorstellungen. Ja, kein Mensch weiß, wie es ihm in 10 Minuten geht. Oder ist irgendwer da, der ist genau was? Oder um 8 Uhr am Abend? Weißt du das schon, wie es dir dagegen wird? Du hast eine Vorstellung. Je nachdem, was du vorstellst, was du tun wirst. Und das erzeugt dir jetzt schon das Gefühl. Aber wissen tun wir es nicht. Oder was da, heute waren da ein paar Wörter oben, so wie Sicherheit, ist ganz wichtig, oder? Sicherheit ist etwas, was es hier in diesem System nicht gibt, noch nie gegeben hat, nie geben wird. Keiner von uns weiß, ob da in 3 Minuten irgendwer die Tür aufreißt und uns kidnappt oder was immer. Oder weiß das irgendwer schon ganz sicher? Nein.
Aber wenn wir uns jetzt alle richtig damit beschäftigen, wir stellen uns das jetzt alle vor, das wird jetzt gleich passieren, so in einer Viertelstunde, weil ich habe draußen schon einen gesehen, der hat so komisch ausgeschaut. Dann könnte es sein, dass es da jetzt relativ schnell vielen Menschen sofort schlecht geht. Und zwar egal, ob da draußen wer steht oder nicht. Aber wenn du in diesem Film bist und dir das vorstellst, dann geht es dir jetzt schlecht. Man nennt dieses Programm auch Sorgen machen. Eines der beschissensten Programme, die du je gelernt hast. Hat noch nie jemanden was gebracht, wird nie jemanden etwas bringen. Weder der Person, um die du dich sorgst, noch dir als Sorgenmacher selber. Können wir überprüfen? Habt ihr noch Lust drauf? Ja, es betrifft die Damen etwas mehr, statistisch gesehen. Nur, dass ihr eine Vorstellung habt, die Durchschnittsfrau bei uns im deutschsprachigen Raum verbringt circa 4 Stunden Wachzeit jeden Tag in diesem Programm. Ja, ihr seid da auch genial ausgebildet, auch die Männer natürlich, weil du kannst dir auch über alles Sorgen machen. Ja, ob der Mann eh die Milch nicht vergisst und ob das Kind eh bei der Prüfung durchkommt und ob der Flieger eh landet und was immer. Und wie geht das, Sorgen machen? Wie geht das? Ich will das lernen. Wie geht das? Du stellst dir irgendwas vor, was noch gar nicht da ist und das möglichst schlimm. Und wenn du das dann hast, dann schaust du, ob du das nicht noch schlimmer vorstellen kannst. Und da kann schon mal richtig viel Zeit vergehen. Richtig viel Zeit vergehen. Der Körper schreit eh schon. Ja, der macht eh schon zu, aber es geht dann nicht gut. Oder? Geht es als Sorgenmacher gut? Nein. Also den Hinweis bekommst du schon vom Körper, dass du das nicht tun sollst. Wenn du in einer Beziehung bist, kann es sein, dass du einen Partner hast, der dich daran erinnert. Der sagt vielleicht, mach dir nicht schon wieder Sorgen. Habt ihr schon mal so einen Satz gehört? Das kann sein, dass das bei der Person Ärger auslöst. Der geht nicht her und sagt, danke Schatzi, jetzt weiß ich wieder, warum ich dich heirat habe, sondern der sagt vielleicht, hey, spinnst du? Setz dich her, wir müssen uns jetzt Sorgen machen, ganz wichtig, hallo? Unsere Tochter ist ganz alleine auf Urlaub. Wer weiß, was da jetzt alles passiert? Ja? Und was macht dann so ein Sorgenmacher? Der stellt sich vor, was jetzt da alles mit der Tochter im Urlaub passieren könnte. Ja, Flieger kann abstürzen, kann vergewaltigt werden, kann alkoholisiert sein, verschleppt werden, ausgeraubt werden, die falschen Leute kennenlernen. Ja, mein Gott, wenn ich mir das vorstelle, zu Hause, da geht es dir richtig, richtig scheiße. Frage, wozu machst du das? Glaubst du wirklich, dass deine Tochter um einen Caipirinha weniger säuft, nur weil du dir jetzt zu Hause Sorgen machst? Glaubst du, dass sie früher nach Hause geht oder sich die Zähne putzt, weil du dir zu Hause Sorgen machst? Glaubst du das? Weil wenn nicht, dann frage ich noch einmal, wozu machst du das? Irgendeine Vorstellung, wozu? Habe ich nicht gehört? Selbstgeißelung, ja, das ist es. Mehr ist es nicht. Ja, bringt nichts, hilft nichts, verändert nichts, es geht nur dir schlecht. Das Einzige, was verändert. Und falls jemand mit dir in Berührung kommt, ist die Chance, dass dem auch schlecht geht, extrem hoch. Sonst passiert da gar nichts. Und in Workshops kommt dann so ab und zu nach einer gewissen Zeit jemand, ja, weil ich bin doch Mutti. Und eine gute Mutti, und das ist dieser Satz, der dieses Programm so hartnäckig hält, die macht sich doch Sorgen, oder? Das sind die Guten. Oder nicht? Sind das die Umweltverschmutzer? Ich möchte dich einladen, das wirklich zu überprüfen. Weil wenn du das nicht veränderst, dann bleibst du so eine sogenannte gute Mutti und dann wirst du mit 70 noch deinen 50-jährigen Sohn anrufen und ihm sagen, Kali, bitte fahr vorsichtig. Hast du gesehen? Ich sag, schneit. Und zieh dich warm an, es ist voll kalt draußen. Deine gute Mutti. So? Ist das eine gute Mutti oder was muss es in dir denken?
Und der muss doch denken, Kalle, du bist zwar 50, aber du hast auch nie zugehört und du bist nach wie vor ein bisschen zu blöd fürs Leben. Darum muss ich dich ja anrufen. Oder welche Motivation hätte so jemand sonst? Bist du da ein guter Mensch? Es gibt viele Dinge an zu zweifeln. Ja? Und überprüfen tue ich es immer am leichtesten, wenn ich mein Körpergefühl dabei überprüfe. Und ja, verlass dich drauf, wenn es dir gut geht, dann bist du der beste Beitrag für alle Menschen, mit denen du in Berührung kommst. Weil dann brauchen sie sich keine Sorgen um dich machen. Oder? Und du hast das zu 100% in Wirklichkeit immer in der Hand. Und ja, du darfst dich auch entscheiden zu leiden. Und dann sag das. Ja, ich will jetzt einfach traurig sein. Ich war jetzt schon 14 Tage nicht mehr traurig. Hallo? Muss ich da jetzt wohl mal eine Stunde machen dürfen? Oder? Würdest du das tun? Das sagst, mache ich ab jetzt immer Dienstag von 16 bis 17 Uhr und Freitag von 15 bis 16 gehe ich in mein Zimmer, mache mir Sorgen um alles, was mir einfällt. Und wenn wer anruft und sagt, na, fahren wir heute noch mal ins Kino, sagst du, nein, ich mache mir heute am Abend Sorgen. Habe ich mir fix eingetragen in meinem Terminkalender. Wieso würdest du das nicht wählen? Oder dass du anstelle von einem guten Freund und einer Freundin deine schwierigen Geschichten zu erzählen, du ins Bad gehst, dir in den Spiegel schaust, tief in die Augen schaust und dir selber diese Geschichte erzählst. Ja, heute habe ich es wieder total hart gehabt, das war total arg. Boah, und das war auch so schlimm, was glaubst du, wie lange du das aushalten würdest? Und ich lade dich ein, das wirklich einmal zu probieren. Du würdest extrem schnell draufkommen, wie blöd das ist. Nämlich richtig. Vorstellbar? Gibt es noch Fragen? Ich könnte noch 18 Stunden erzählen, lustige und nicht so lustige, aber ich habe gehört, ich soll sehr pünktlich aufhören, weil ihr schon alle weg wollt. Ganz dringend. Sorgen machen. Kann man. Muss man nicht. Also mir ist vollkommen egal, ich habe Zeit. Also wie gesagt, ich bin der, der viel Zeit hat. Ja, und es darf auch jeder immer sofort gehen, wann er will und hin und her. Also auch so Dinge, wie du Entscheidungen triffst, ja, wie man Klarheit entsteht. Wer noch Lust hat, also der Buchtitel steht da, würde mich sehr freuen. Ihr habt alle im Programm einen Namen drinnen, falls du eine Vorstellung hast, das könnte interessant sein für dich, für dein Leben oder irgendein Verein, wo du bist. Ich mache nicht nur Vorträge, ich mache auch Workshops, mehrtägige, was immer gewünscht wird und ich freue mich sehr über deinen Kontakt, weil ich unglaublich gern arbeite. Ich erlebe das nicht als Belastung, weil es nichts Schöneres gibt, als solche Menschen, wie es ihr jetzt reinschaut, zu hinterlassen. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und für die Zeit. Danke. Dankeschön. Danke.